das ganz große Problem, das wir als Tierheim Trier im Moment haben, ist, dass wir natürlich von besorgten Mitbürgern Wildtiere hier aufs Gelände gebracht bekommen, weil sie in der Wildtierstation in Wiltingen, die ja bislang die Tiere versorgt hat, überhaupt keine Unterstützung mehr haben. Die Wildtierstation ist seit 1. April zu. Wir haben seit dem 1. April 168 Tiere hier zu versorgen gehabt, zusätzlich zu dem, was wir als im Normalbetrieb hier zu versorgen haben. Und natürlich auch Tiere mit ganz verschiedenen Bedürfnissen, die auch von den Standard-Haustieren, sage ich jetzt mal, abweichen. Und die Tierpfleger geben ihr Möglichstes. Wir haben keine Betriebserlaubnis für Wildtiere. Wir machen das eigentlich nur aus reinem Tierschutzgedanken. Und wir wissen nicht, wie das jetzt hier weiterlaufen soll.